Folge 066. Wenn du dich und andere Menschen mit dem Herzen wahrnimmst, wenn du dich von deiner inneren Freiheit leiten lässt, dir alles erlaubst. Hallo, kommen wir nun zum ersten Kapitel, Wer bin ich? Zu dem Thema, wer bin ich und meine Umgebung mit allen Sinnen wahrzunehmen und herauszufinden, wer ist es denn, der da wahrnimmt? Und das andere Thema, der zweite Schritt, ist zu entdecken, dass ich mehr bin als meine Gedanken, meine Gefühle und mein Körper. Und das Entscheidende, was die Achtsamkeit hier auch vorgibt, ist, der einzige Moment, wo du es wirklich erleben kannst, ist im Hier und Jetzt in diesem Moment. Und wenn wir da weiterdenken, ist es so, dass du auch nur in diesem Moment, hier und jetzt in diesem Augenblick, dein Leben gestalten kannst. Du kannst deine Vergangenheit nicht mehr ändern oder in der Zukunft kannst du auch nicht gestalten. Das, was du jetzt in diesem Moment tust, entscheidet darüber, wie sich dein Leben in der Zukunft ergibt. Es geht also zuerst zu erkennen, wer du wirklich bist, dann bei sich selbst vollkommen ankommen, sein Ich gegenüber seinem Ego zu entdecken. Unser Ich ist viel schneller als unser Ego und deswegen passiert es ganz normal im Alltag, dass wir unser Ich vielleicht ganz kurz wahrnehmen können, aber unser Ego, weil es langsamer ist, mit seinem Verstand, mit seiner Vernunft, mit seiner gesamten Prägung, die Programme, die wir in uns haben, überholt es mit seinen Reaktionen unser Ich, unsere Intuition, wie wir später noch erfahren werden im Kapitel Intuition. Es geht letztendlich darum, wenn ich Zugang zu meinem inneren Wesen habe, dass ich wirklich herausfinden kann, wer ich bin, nämlich dass ich ein einzigartiger, ein besonderer Mensch bin und Zugang zu den wahren Bedürfnissen, Gefühlen habe, die mich als Mensch ausmachen, um das dann zu leben, was ich wirklich von innen heraus leben möchte. Ich erzähle nochmal kurz meine Geschichte dazu. Ich wählte damals die achtsamkeitsbasierte Human Flow Kur, um gesund zu werden und meine Batterien wieder aufzuladen. Mein erster Weg nach der eigentlichen Burnout-Erschöpfung war eben genau diese Kur. Und das Konzept der Flow-Kur übernahm ich dann auch in der Entscheidung, als Coach und Trainer damit weiterzuarbeiten. Und nach der Kur nahm ich so auch an der Coach-Ausbildung teil, um mehr über das Konzept zu erfahren, weil es absolut kein Konzept ist. Es ist absolut erfahrungsorientiert und die schönste Erfahrung, die ich je in meinem Leben machen durfte. Und auch in dieser Woche erlebte ich eigentlich das, was das Ich-Sein ausmacht, was du selber nur erfahren kannst. Du kannst es über den Verstand nicht begreifen. Ich saß mitten in der Kurwoche in einem Café und war plötzlich hellwach, voll präsent, ganz bei mir. Raum und Zeit spielten keine Rolle mehr. Ich hatte keine Gedanken mehr, keine Gefühle. Auch hatte ich den Eindruck, dass ich meinen Körper nicht mehr wahrnahm. Ich weiß nicht mehr, wie lange es damals gedauert hat. Denn das Zeitgefühl kam mir absolut abhanden. Ich fühlte mich vollkommen präsent in diesem Moment, in diesem Augenblick. Und es war, als wenn die Zeit stehen blieb. Und das Gefühl, was ich wahrnahm von innen heraus, heute würde ich es eher als Gewahrsein nennen, habe ich noch nie zuvor in meinem Leben gespürt, das weiß ich sicher. Oder vielleicht als kleines Kind, weil da sind wir noch sehr bewusst und präsent. Aber daran kann ich mich schwer noch dran erinnern. Ich spürte auf jeden Fall mein Hiersein und anschließend wurde mir absolut klar, dass ich die letzten Jahrzehnte auf der Überholspur unterwegs gewesen bin und ein Leben wie in Trance gelebt habe. Und das ist das, was ich heute Überlebensmodus nenne. Es war nämlich nicht mein Ich, der das Leben lebte. Ich wurde letztendlich gelebt. Und heute würde ich sagen, die Erfahrung war natürlich Gold wert, die ich gemacht habe. Aber es war nicht das, was dein Leben ausmachen sollte. Hätte man mich vor 10 Jahren gefragt, ehrlich gesagt, ich hätte gesagt, dass ich genau auf dem Weg bin, wo ich sein wollte. Aber ich wusste gar nicht mehr, was ist denn mein Weg? Und auch hier ganz ehrlich gesagt, habe ich mir nie die Chance gegeben, innezuhalten und zu hinterfragen,
auf welchem Weg ich damals unterwegs war. Aber diese Momente, die ich dann in dem Café erlebt habe, dieses Hiersein, diese Augenblicke oder diesen Moment, egal wie lange es gedauert hat, da wurde mir sofort klar, was das Ich wirklich ausmacht und was der Unterschied ist, im Ego-Dasein unterwegs zu sein. Im Autopiloten, meinen automatischen Programmen folgend. Und wie ich letztens erst in einem Buch gelesen habe, sind ja 95% unbewusst programmgesteuert unterwegs, hat die Wissenschaft herausgefunden, dass da null Gehirnaktivität stattfindet. Wenn wir so wollen, leben wir absolut 95% in der Vergangenheit, Programme, die gespeichert sind, und wir sind definitiv nicht bewusst unterwegs. Und so änderte dieser Moment, den ich damals erlebt habe, absolut mein Leben und auch mein weiteres Leben, wie ich leben wollte. Ich wusste vielleicht noch nicht in dem Moment, was, wie, wieso, weshalb, aber ich wusste in dem Moment den Unterschied zu erkennen, was ich bin und was das Ego ist. Ich wollte nicht mehr wie eine Maschine, wie ein Programm, wie eine Marionette leben. So würde ich es rückblickend beschreiben. Ich fragte mich auch im Anschluss oder auch heute oft noch, wie es geschehen konnte, dass ich mich damals als Mensch derart aufgegeben hatte und letztendlich ein Leben gelebt habe, was ich nicht wirklich leben wollte. Denn auch da wurde mir klar, dass ich Anfang 20, als ich mitten im Studium stand, eigentlich ganz genau wusste, was ich nicht leben wollte und wie ich mein Leben gestalten wollte. Aber davon war kaum noch was übrig geblieben. Und als ich dann in diesem Café saß, war es ein Gefühl, als würde ich in einem Käfig gesteckt haben, einen goldenen Käfig, mit Sicherheit. Ja, es ging mir wunderbar, es ging mir gut, ich war erfolgreich, bis zum Moment der Erschöpfung. So sah ich es damals. Vorher, bevor ich mein Ich entdeckte. Und es war, als würde ich von diesem goldenen Käfig die Tür öffnen und hinaustreten. Hinausfliegen, besser gesagt, frei wie ein Vogel. Und ich merkte erst in diesem Moment, wie sehr ich in diesem Käfig eingeschlossen war. Und wer würde freiwillig in einen Käfig zurückkehren? Und wie gesagt, das erste Mal in meinem Leben spürte ich wirklich von innen die Freiheit, einen Zustand, den ich nie vorgespürt habe. Diese absolut bewussten Minuten, das, was ich heute auch sich Selbstbewusstsein nenne, also eine ganz andere Form des Selbstbewusstseins. Ich wusste erstmals im Inneren, wer ich wirklich bin. Diese Erfahrung einmal in seinem Leben zu machen, die verändert alles. Ab diesem Zeitpunkt kannst du nur noch eins tun, deinen eigenen authentischen Weg gehen und ja, nie wieder deinem Weg abkommen. Ich hatte mich dazu entschieden. Es war zwar trotzdem noch ein längerer Weg zurück, herauszutreten, aus den alten Mustern, gesund zu werden natürlich, aus der Erschöpfung heraus, erstmal wieder zu Kraft zu kommen. Und letztendlich hatten sich die Muster, ich war damals 50, über Jahrzehnte eingeschliffen. Und jetzt galt es, genauer hinzuschauen, was meine Persönlichkeit ausmachte. Welchen Ängsten, welchen Schwächen wich ich aus? Eins war sofort klar und entschieden, ich wollte mein natürliches Ich, mein Leben zurück. Und das ist seitdem ein wichtiger Maßstab für mich, immer sich selbst ehrlich und offen zu betrachten. Das ist zwar für uns Menschen eine absolute Herausforderung, weil unser Überlebensmodus ständig die Gefahr wittert, gerade wenn wir aus der Komfortzone heraustreten, in das Unbekannte, will unser Ego uns immer wieder in die Sicherheit zurückzwingen. Und diesen Überlebensmodus, den gilt es zu durchbrechen. Vorher kann ich meinen Lebensmodus nicht leben, meine innere Ruhe, Natürlichkeit und Gelassenheit wiederfinden. Denn das angelernte und geprägte, angepasste Verhalten muss letztendlich meinem authentischen Denken und meinem bewussten Handeln weichen. Und letztendlich, wenn ich da wieder angekommen bin bei mir selbst, habe ich einen Zugang zu einer Intuition, zu einer Weisheit, die das ganze Wissen meines Verstandes nicht wettmachen kann. Das ist auch das, was ich heute Persönlichkeitsentwicklung, persönliches Wachstum nenne. Und nun möchte ich dich einladen, diesen Weg zu gehen, den Mut zu haben, bei dir selbst anzukommen, dein Ich, dein wahres inneres Wesen zu entdecken. Den Gewinn, den du erhältst, ist nie gekannte Freiheit, innere Zufriedenheit, eine selbstbestimmte Lebensgestaltung, absolutes Selbstvertrauen, tiefes Vertrauen in dich selbst, in den Lebensfluss und, wenn du möchtest, in ein außergewöhnlich erfolgreiches Leben. Abseits von längst überholten Normen und Regeln und Gewohnheitsmustern, die unser Gefängnis ausmachen. Wenn auch meist vergoldete Gitterstäbe dabei sind, die uns festhalten,
Aber die Frage ist, möchtest du frei sein oder möchtest du Sicherheit? Für einen Weg muss ich mich entscheiden. Möchte ich im Überlebensmodus gefangen bleiben und habe die Sicherheit, dass mir nichts geschehen kann, muss mich auch nicht mit der Unsicherheit des Unbekannten auseinandersetzen. Oder liebe ich meine Freiheit, möchte ich entdecken, möchte ich Abenteuer, möchte ich Risiken eingehen, die für mich das wahre Leben ausmachen. Du hast die Wahl. Wenn du jetzt die Übung machen möchtest, die ich jetzt hier in meinem Workshop an der Stelle mache, nach der Einleitung, dann kannst du auf meine Eltern-Podcast-Episoden zurückgreifen. Dort habe ich eine Übung, wer bin ich? Und ich habe eine Übung, bewusst die Sinne wahrzunehmen, wirklich mal in die Präsenz zu kommen, was es bedeutet, den Unterschied zu spüren. Diese beiden Übungen verlinke ich dir in den Shownotes auf meiner Seite iriskönicker.com und dann kannst du für dich die Übung einmal durchführen. Ich wünsche dir auf jeden Fall tolle Entdeckungen dabei, dass du für dich dein inneres Wesen entdeckst, dass du spürst, was du bist jenseits deines Egos, deines Verstandes, dass es noch viel mehr zu entdecken gibt. Lass dich ein auf ein Abenteuer und alles Liebe auf deinem Weg, deine Iris. Wenn du die Leinen löst, den Hafen verlässt und den Wind in deinen Segeln einfängst,